Moin Leute. Moin Leute. So, wir sind jetzt wieder hier. Endlich, lange kam kein Video. Wir waren aber auch lange beschäftigt an dem Projekt, was wir euch jetzt zeigen wollen. Auf jeden Fall. Wir können ja auch mal langsam hingehen. Ist nichts Großes eigentlich im Endeffekt. Nur eine Erweiterung zum Online-Shop, kann man sagen. Ne? Wir haben das Ganze schon länger geplant. Haben das ja angefangen letztes Jahr mit dem Online-Shop, um das einfach mal auszuprobieren, dass Leute unsere Äpfel auch bekommen. Ja. Und kaufen können. Wir hatten auch Wiederholungstäter, die fanden das gut. Nee, das war eigentlich für den Anfang ganz gut. Ja. Dann haben wir das Ganze aber offline genommen dieses Jahr. Es haben auch schon viele gefragt, warum der nicht offen hat. Weil wir halt dieses Projekt hatten. Wir wollten das gerne vor der Ernte noch alles fertigstellen. Das hat leider nicht funktioniert. Die Ernte kam dazwischen und wir haben das ganze Projekt erstmal auf Eis gelegt. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns einen Bausatz für einen Container geholt. Ja. Der war in Einzelteilen auf dem LKW. Haben dann hier oben noch ein Dach drauf gebaut und sowas und den dann hier platziert. Ja. Ich würde sagen, wollen wir mal reingehen? Das lass uns machen, auf jeden Fall. Weil hier draußen ist das so richtig norddeutsches Wetter. Ja, ne? Hier kann man das schon schön sehen, das Schild, das hat Michi wirklich in der Größe bestellt. Richtig gut. Ja, und wenn wir jetzt reingehen, kommt gleich ein kleiner Ton. War schon, weil du die Tür geöffnet hast. Der war schon. So, wir machen die Tür mal zu. Ihr seht schon, hier sind die Tüten jetzt schon vor Ort. Das heißt also, diese ganze Fläche, man sieht es da oben, das ist der Selbstbedienungsteil. Wir haben hier überall kleine Schildchen hingehängt, wo dann nochmal so ein bisschen was draufsteht. Da war der Alarm. Hier ist nämlich die Kasse. Wenn man zu nah hier dran kommt, dann sagt er mal eben Bescheid. Ja, hier könnt ihr einfach selbst bedienen, euch. Ihr könnt das hier ein bisschen durchlesen. Ihr könnt aber auch schon entspannt, bequem zu Hause auf dem Sofa auf unsere Website gehen. Dann könnt ihr euch das angucken, was ist gerade im Shop verfügbar, was ist da in den Regalen und könnt dann auch schon dort bestellen, vorbestellen. Bei der Vorbestellung geht natürlich nur die Vorkasse, das heißt entweder überweisen oder PayPal. Wenn das Geld bei uns angekommen ist, dann wird das hier in diesen Boxen reinkommen, eure Ware. Hier ist das Schild Vorbestellung. Das heißt also, hier wird dann ein Bestellcode dran sein, der für euch ist. Und dann könnt ihr euch das hier aus der Box abholen, dann habt ihr das vorbestellt, so wie ihr das wollt. Weil ihr könnt euch das dann komplett frei gestalten, wie die Tüten aufgebaut sein sollen. Zwei Elster, zwei Welland, also das kann man sich dann halt frei entscheiden. Und du hast die DHL-Kosten nicht an der Backe. Genau. Wenn du jetzt mal, was weiß ich, hier aus der Nähe kommst. Ne? Für diejenigen, die nicht aus der Nähe kommen, haben wir natürlich immer noch die Lieferungsoption auch dabei. Das heißt also, ihr könnt ganz normal, wie ihr das auch schon kanntet, bei uns die Äpfel, die wir derzeit zur Verfügung haben, bestellen und entspannt zu euch nach Hause liefern lassen. Petra packt die Liebe voll ein und das muss man sagen, das ist immer letztes Jahr auch gutes Feedback gekommen. Sie sind ordentlich angekommen. Den ganz großen Karton haben wir ja mal rausgenommen, weil der vom Transport her. Ganz genau. Wir haben jetzt den 6er am Start, den 16er und den 24er. Ihr könnt das Ganze da auch wieder mixen. Einfach in der Kasse am Ende in der Bemerkung angeben. Zum Beispiel, ich möchte, wenn ich jetzt einen 6er bestelle, zwei Welland haben. Ein Golden, ein Ingold, ein Elster. War ich jetzt schon bei 6? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ja, ihr wisst, was ich meine. So funktioniert das halt. Ja, was wir noch eingebaut haben hier im Container, Michi hat da neulich mal ein bisschen recherchiert. Wir hatten auch einen alten Wohnwagen auf einer anderen Hofstelle, haben hier die Klimaanlage mal eingebaut. Dann ist uns die aber dabei verreckt beim Anbauen eben mit den Kupferrohren und alles. Und dann hat Michi was Neues bestellt. Das ist so ähnlich wie eine Wärmepumpe. Sie kühlt auf 16 Grad runter, aber du kannst da auch mit heizen. Das finde ich eigentlich ganz geil in so einem Container, auch mit der Feuchtigkeit. Dass immer angenehmes Klima ist. Ne? Das muss so sein. Natürlich wird die Ware dann rausgeholt und wieder in die Kühlung gestellt, ist ja ganz klar. Ja. Im Sommer gerade finden wir das gut, wenn das hier ein bisschen klimatisiert ist. Wir haben jetzt hier natürlich nicht wie in unserem Kühlraum 1,5 Grad. Das würde den Rahmen sprengen. Das würde hier auch alles zerstören, allein von den Gerätschaften. Und deswegen werden die immer frisch reingehängt. Ihr seht auch, man könnte noch mehr Tüten hier reinstellen. Wir haben das jetzt natürlich erstmal für den Anfang erstmal nur eine reingestellt, weil wir müssen erstmal gucken, wie läuft das an. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich find's geil, du bist mit dem Fahrrad unterwegs, Mensch, eben nach Radarzent fahren, eine Tüte holen, kannst du so mitnehmen. Ja, oder ich find das auch kompatibel, so schön. Oder du bist mit dem Auto unterwegs, kannst du hier vor dich einfach hinstellen, die Mülltonne steht da dann noch nicht. Ja. Und dann kannst du parken, reingehen, rausholen. Und bei der Selbstbedienung haben wir das eben noch gar nicht gesagt, da geht nur Bargeld hier einfach in den Schlitz schmeißen. Weil wir da einfach keine digitale Zahlung, ja, die Möglichkeit da nicht haben. Deswegen, wenn ihr digital bezahlen wollt, dann müsst ihr vorbestellen. Sonst können wir das leider derzeit noch nicht anbieten. Ja, aber ich finde das toll, dass wir so alles im Paket haben. Und Michi hat auch immer in der Ernte gesagt, wir haben mir erst echt gedacht, wir können da gleich mit anfangen. Aber ihr müsst euch vorstellen,
so einen Container zu platzieren. Du musst ein bisschen Pflasterarbeiten machen. Der muss dann ein Dach rauf, weil er steht hier ganzjährig. Ja. Und dann muss das alles ordentlich sein. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn du sowas machst, natürlich sind die meisten Menschen alle lieb und nett, aber es muss kameraüberwacht sein. Das genau. ist einfach so. Und du kannst so eine Räumlichkeit auch nicht nachts aufhaben, weil da habe ich keinen Bock auf, dass hier nachher irgendwelche Randale sind, machen ja. oder so. Das wäre schön, wenn alle sich so ein bisschen an die Spielregeln halten. Sonst ist er schneller wieder weg, als er gekommen ja. ist. Das bieten wir euch an, dass wir die Möglichkeit haben. Wir finden das schön, dass wir euch unsere Äpfel zur Verfügung stellen können. Also das sind auch wirklich unsere Äpfel. Ihr seht das hier an diesem Regal. Wir hatten eigentlich noch Red Prince, sind leider jetzt ausverkauft bei uns. Und wir haben leider ein bisschen gepennt. Wir wollten, als wir sortiert haben, sortierte Ware von uns wieder zurückhaben, haben wir geschlafen, sind jetzt schon abverkauft. Ja. Das heißt also, der Red Prince kommt nächstes Jahr wieder. Deswegen ist der Regalplatz hier auch noch. Aber leider ist er jetzt aktuell ausverkauft. Aber er wird noch, wann werden wir die sortieren? Das kann sein im Februar, Januar, je nachdem, wie der Abverkauf ist. Aber wir haben wir sind eigentlich in zwei CA-Kühlräumen drin im Gemeinschaftslager. Und wenn die da sind, wird von der Sortierung hier auch was mit herkommen. Ja. Ja, das ist natürlich ganz klar. Saft haben wir hier auch. Das ist jetzt keine vorbestellte Ware, nicht, dass man das falsch versteht. Den Saft könnt ihr euch hier einfach rausnehmen. Da sind 15 Cent Pfand drauf, deswegen die 1,65. Wir nehmen sonst 1,50 Euro für eine Flasche. Ja. Jetzt bezahlt ihr gleich den Pfand mit. 1,65. Ihr könnt die Flaschen überall abgeben. Ja. Also das müsst ihr nicht wieder zu uns bringen hier, weil wir haben hier keine Rückgabe. Ihr würdet die 15 Cent denn nicht wiederkriegen, weil hier steht keiner, der euch das Geld gibt. Deswegen, die könnt ihr ganz normal, wenn ihr euren Einkauf oder euer Leergut zurückbringt, einfach mit abgeben. Ja. Ist gar kein Problem. Was ich auch richtig gut finde, Petra hat sich da auch für entschieden, wir machen mal Futteräpfel hier, so eine Tüte für 1,50. Genau. Finde ich richtig gut. Welche füttern auch so die Vögel damit, gerade in den Wintermonate. Oder was weiß ich, du willst mal ein Leckerli fürs Pferdchen oder für dein Schaf mitnehmen. Das sind Äpfel, die haben Beschädigung. Die haben Schalenfehler. Genau. Genau, Beschädigung. Das ist nicht, dass man hier denkt, ey, was verkaufen die hier denn? Eben oben am Schildchen gucken, das sind zweite Wahl oder, ja, zweite Wahl, da sind auch mal so ein Vogelpicker da drin und sowas. Ne? Ja, 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 ja. Genau. Alles dabei. Ja, wir lassen uns überraschen, wir freuen uns, wenn das gut angenommen wird und ja, Michi, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, haben wir. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitags von 8 bis 20 Uhr. Dann ist der Laden zu. Am Samstag von 9 bis 19 Uhr und sonntags haben wir geschlossen, weil wir müssen auch immer einen Tag haben, wenn wir hier mal was anmachen müssen oder vorbereiten müssen. Da haben wir uns genommen, den Sonntag, da haben wir Ruhe, weil dann sind wir auch mal los oder so. Und dann, das muss ja auch immer voll bestückt sein und so. Ja. Ja. Und wir haben das extra so mit der Öffnungszeiten gemacht, weil unsere beiden süßen Hunde, die machen sonst Randale. Wenn hier abends 9:30 ja, einer reingeht, ey, dann ist richtig Alarm. Ist der, ne? Ja, das werdet ihr auch merken, die werden bellen. Aber sie kommen nicht. Genau. Ganz wichtig vorab, nicht aufs Betriebsgelände gehen, die Durchfahrt immer frei halten, wirklich hier nur vor dem Container parken. Wir können hier keine Betriebsbesichtigung machen. Wir sind hier wirklich ein laufender Betrieb, wir haben hier zu tun. Und ihr müsst das soll nicht falsch rüberkommen, aber wir haben wirklich keine Zeit, hier jeden den Betrieb zu zeigen. Ihr müsst euch verstehen, ihr denkt dann in dem Moment, oh, das ist ja nur, ich will das einmal sehen, aber wir haben das hier öfter den Fall, dass hier welche einfach spontan kommen und meinen, sie können jetzt hier mit uns erstmal durch den Hof fahren. Das bieten wir nicht an. Ne? Da einfach unsere Videos anschauen. Das ist leider so. Ich denke mal, der ein oder andere wird es verstehen können, dass wir die Zeit einfach nicht haben. Das ist so. Das ist so. Und deswegen haben wir ihn auch hier vorne platziert, damit eben mit Flurförderfahrzeugen auch keine Unfälle passieren. Genau. Du bist da hinten im Staplerbetrieb und hier vorne sind vernünftige Parkplätze. Man kann hier vernünftig umdrehen. Also richtig. Das wird sich einspielen. So würde ich sagen. Leere Tüten könnt ihr hier einfach zurückbringen. Die zurückbringen wollen, könnt ihr hier reinpacken. Wird uns freuen. Und dann war es das eigentlich. Kasse ist da. Notfallplan, falls hier einer irgendwie umfällt, hängt da, was zu machen ist. Genau. Stabile Seitenlage, dass ihr da nochmal raufgucken könnt. Und hier nochmal der Ausgang. Und wenn ihr in diesen Bereich jetzt kommt, wir stehen hier schon länger drin, da ist eine Zeit drin. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann wird die Kamera gleich wieder Alarm schlagen. Genau. Also sie wird einmal was sagen. Genauso hier bei der Kasse, beim Schlitz, wenn ich hier am Rühren bin, zu lange, wird sie piepen. Wird sie piepen. Ja? Ganz genau. Klar, über Trinkgeld und so, wenn das mal nicht ganz hinkommt, steckt das ruhig rein. Petra wird sich freuen, die betreut das Ganze hier. Das ist natürlich schön. Du, das mache ich beim Friseur, das mache ich beim Essen gehen, wenn mir das gut gefallen hat. Dann bin ich da sowas von tiefenentspannt. Also wir würden uns freuen, wenn ihr das wirklich gut annimmt und auch, dass wir das hier
nicht irgendwie, ja, das Schlimmste ist eigentlich immer, wenn hier was zerstört wird, ne? Weißt du, wenn hier einer randaliert oder sowas, das haben wir ja schon oft gehört bei Leuten, die den SB-Stand anbieten, ja, oder Randale betrieben werden. Ja, ja, oder nicht, dass hier bums irgendwelche Zelte im Pflaumenhof stehen, der ist ja genau hier hinter. Ja. Na. Also behandelt das wirklich schön ordentlich und dann haben wir da auch alle Freude mit, sonst ist das wieder schneller weg, das ist doof, ne? Das einfach vorab und dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Videotechnisch ist jetzt ein bisschen weniger unterwegs. Da wird wieder mehr kommen, aber wir haben jetzt mehrere Projekte. Ich werde auch noch umziehen im Haus rein. Da könnt ihr euch selber vorstellen, da ist viel zu machen. Ja, ja. Wir haben halt viel zu tun momentan. Auf jeden Fall. Wir wissen schon, bei zwei Projekten, die kommen werden, da werden wir noch ein Video zu machen. Das kann sein, dass wenn die Witterung mitspielt, wir auch nächste Woche das schon machen. Im Dezember werden wir auch noch ein bisschen was machen. Aber Michi und ich haben uns das auch so gesagt, es muss ja auch eben Sinn machen, das Video, was wir machen. Wir können jetzt keine Wiederholung oder irgendwas machen. Ja, ihr müsst auch verstehen, wir haben auch viel schon gemacht. Und das ist dann irgendwann auch mal erzählt. Ne? Erste Zeit sind wir mit zwei Videos am Start gewesen. Und es soll ja auch nicht immer ein Druck sein, denn wir leben ja nun nicht vom YouTube-Kanal. Nee. Das machen wir aus reiner Freude. Genau. Um das ein bisschen zu... Deswegen würden wir uns an dieser Stelle freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig. Und wir würden uns auch über eine Bewertung freuen unter diesem Video, wenn ihr hier gewesen seid, wie euch das gefallen hat. Verbesserungsvorschläge kann man natürlich auch immer geben. Ja. Und ein Abo, genau. Da würden wir uns auch über freuen, ja, wenn ihr das da lasst. An dieser Stelle, denke ich, haben wir alles gesagt und freuen uns auf eine schöne Zusammenarbeit. Auf hier. Eine schöne Zusammenarbeit, das war das richtige Wort. Ja, weil das ist genau. Wichtig. Also nochmal kurz zusammengefasst, Vorbestellungen sind da möglich, wird da reingelagert. Da hat auch wirklich keiner was zu suchen, der nicht vorbestellt hat, das nochmal so zu sagen. Selbstbedienung ist nur hier möglich, wo das Schild ist. Bitte nicht in die Boxen schauen, wenn du da keine Bestellnummer hast. Wir sehen das hier alles. Das wird aufgezeichnet. Ja. Und deswegen, das nochmal vorab. Und dann müssen wir einfach gucken, wie es anläuft. Ja, hundertprozentig. Müssen wir einfach gucken. Ja, ihr könnt ab jetzt herkommen, euch die Ware rausholen. Und online könnt ihr natürlich auch bestellen. Ganz klar, in diesem Sinne. Viel Spaß euch noch. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.